Gott. Ich will ein Kerzenaufgebrauchsvideo machen und ich muss aufpassen, weil das macht so einen Lärm. So, wir fangen auch gleich einmal an. Ich habe ziemlich viele Kerzen und Raumdüfte und so aufgebraucht. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Video drüber, weil ich bin ein paar Mal gefragt worden, ob ich die Kerzenaufgebrauchsvideos nicht mehr mache. Und weil ich, weil ich noch so viel habe, wollte ich jetzt euch mal ein Video drüber machen. Ihr könnt ja mal entscheiden, ob ihr das noch weiterhin sehen wollt oder nicht. Ich habe sie jetzt mal gesammelt. Drehe jetzt mal das Video ab, damit ich das Ding auch dann gleich alles wegschmeißen kann. Weil das macht mich echt kirre, wenn das da rumliegt im Zimmer. So. Wie gesagt, das sind nicht nur Kerzen, sondern auch Raumerfrischer auch. So wie das hier. Das war von Paioma, so eine Weihnachts-Silvester-Edition, Butterspekulatius. Ich habe davon noch ein Backup, ich fand das leider nicht so gut. Das war so ein Raumerfrischer mit so Stäbchen. Ich habe da jetzt halt nur den Schraubschlüssel da drauf, die Schraube drauf dann, damit ihr das sehen könnt. Ich fand das nicht so gut. Es gibt ein anderes, was da drinnen ist. Bist du wahnsinnig? In diesem Sackerl riecht es extrem. So. Ich habe jetzt das Sack einmal ausgeräumt, weil diese Klapperei ist mir so auf die Nerven gegangen. Ich habe das andere gefunden, das war das auch von Paioma. Auch eine Weihnachtsedition, aber von 2021er Jahr. Das war Marzipan-Torte und da bereue ich, dass ich mir nicht noch mehr Backups damals gekauft habe. Das war so gut. Ich habe jetzt auch gerade eins am WC stehen mit Honigkuchen oder so. Auch nicht so geil. Das Marzipan war das geilste, aber war leider limitiert, gibt es nicht mehr. So, dann von Ipuro habe ich auch Kerzen aufgebraucht und die sind so scheiße abbrannt, ich wollte euch das mal zeigen. Ganz, ganz furchtbar. Finde ich wirklich furchtbar. Ich verstehe nicht, warum die nicht abbrannt sind. Die ist ja ganz schlimm. Die hat sich auch gar nicht mehr anzünden lassen. Also, ja. Ich würde mir die Ipuro nicht nochmal nachkaufen. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen versucht, meine Kerzen aufzubrauchen. Weil ich habe jetzt gerade aktuell im Wohnzimmer noch keinen Vorhang. Und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich da Kerzen hin, weil wenn ein Vorhang da ist, kann ich das dann natürlich nicht mehr machen. Aber das ist ja, also ich habe noch einmal zwei aufgebraucht, weil das war diese rote Variante und das ist diese orangene Variante. Und die ist auch nicht wirklich, die ist besser abbrannt als die rote Variante, aber diese Ipuro würde ich mir fix nicht mehr kaufen. Dann habe ich einmal eine, was war denn das? Ich glaube, das war eine Airwick. Die riechen ja eigentlich total stark, aber die ist auch nicht so schön abbrannt. Ich finde, man hat die überhaupt nicht in der Wohnung gerochen. Vielleicht waren sie auch schon zu alt, ich kann es nicht sagen, ich habe die ja schon lange gehabt. Aber die haben in der Wohnung überhaupt nicht gerochen und normalerweise liebe ich diese Airwick-Kerzen. Welche ich normalerweise auch mag, das sind, glaube ich, die... Schade, dass das nicht draufsteht. Wie heißen die Kerzen? Ich habe den Namen davon vergessen. Wenn er mal einfällt, blende ich ihn irgendwo ein. Ich hoffe, mir fällt es ein. Die mochte ich eigentlich auch so gerne. Das war so ein Keks-Weihnachtsduft. Hat aber auch, finde ich, in der Wohnung nicht gerochen und ist relativ gut abbrannt. Besser als die anderen. Ich meine, das ist verschmerzbar, oder? Das ist jetzt nicht so dramatisch. Von welcher ich auch sehr enttäuscht war, war von der Airwick-Kerze. Die Zuckerapfel und warmer Zimt, da war ich auch sehr enttäuscht, dass die nicht wirklich so stark gerochen hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht war sie aber auch, wie gesagt, zu alt. Ich habe die Kerzen schon so lange alle. Die sieht so aus. Vielleicht war sie auch einfach zu alt. Sie ist schon sehr gut abbrannt, aber ich finde, oder mir kommt das nur so vor, weil die Wohnung ein bisschen größer ist, aber in der alten Wohnung habe ich die Kerzen viel besser wahrgenommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, dafür mag ich die Ipuro Raumdüfte mit den Stäbchen sehr, sehr gerne. Das war jetzt das Melange Léger oder so, wo ich auch die Kerze hatte, stimmt das? Es war so eine dunkle Linie, so eine braune Verpackung. Ich will jetzt nicht so viel rumwackeln, weil das blendet. Die gehen nur sehr schnell leer, was ich ein bisschen doof finde. Die Ipuro riechen aber extrem in den Räumen, finde ich. Ich habe jetzt gerade eine rosene aktuell im Wohnzimmer, im Vorzimmer, Entschuldigung, stehen. Und die riecht so genial und ich liebe es. Und ich habe Angst, dass die bald leer wird. Aber die war so semi-okay.
ja diese dunkle Reihe, fand ich nicht so gut von denen. Was war das jetzt für eine Handbewegung? Eine Rituals-Kerze. Und da muss ich sagen, ist mir das Glas zerfetzt. Also es hat einen Sprung bekommen. Ich weiß nicht, ob man das nicht irgendwo sieht. Ich glaube, die hat auch ganz schön gerußt, wenn ihr das sehen könnt. Ich meine, durch dieses dunkle Glas sieht man das nicht so. Das war eine Limited Edition. Fragt mich nicht mehr welche. Ich kann mich nicht daran erinnern, welche das war. Aber das war eine Limited Edition und mir hat das Glas zerfetzt, aber man sieht das nicht mehr. Oh ja. Könnt ihr das sehen? Da ist, glaube ich, das... Ist das da? Na, doch nicht. Na, ich glaube... Oder? Man sieht es doch. Ich glaube, da war das. Da, seht ihr das? Mir hat da voll das Glas zerfetzt. Ich meine, es ist nicht zersprungen, aber das fand ich nicht so gut. Ich bin nämlich bei der Couch gesessen und habe ferngeschaut und auf einmal habe ich das Schnalzen gehört vom Glas. Also, das finde ich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Rituals-Kerze habe. Ich glaube aber schon. Ich bin gespannt, wie die dann ist, weil von der war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Aber vielleicht ist sie einfach aus... gedampft gewesen, weil die habe ich die ganze Zeit in der alten Wohnung am Fensterbrett stehen gehabt und vielleicht liegt es an dem. Irgendwas, glaube ich, ist da drin gestorben. Vielleicht lag es auch an dem, ich kann es euch echt nicht... Ich fand es auf jeden Fall sehr schade, dass die alle irgendwie nicht so gut gerochen haben. Jetzt gerade habe ich aktuell eine von... wie werden die geheißen? Von Bath & Body Works auf jeden Fall, aber eben so eine weihnachtliche von der Vivi habe ich die geschenkt bekommen. Die ist geil. Die ist wirklich geil. Die muss ich heute auch nochmal anzünden. Ich habe ganz viele kleine Kerzen von Rituals aufgebraucht. Die waren nämlich alle in meinen Adventkalender drinnen. Nicht alle. Also ich habe ein paar von dem Weihnachts-Adventkalender und ein paar noch von meinem Sommerkalender, den ihr damals gesehen habt im Video. Ich glaube, dass ich auch was... Ich meine, lustigerweise kann man das nicht mehr lesen, welche das war. Aber die sind wunderschön abbrannt, also von Rituals. Ich habe schon in verschiedenen Videos gehört, dass jeder jammert, dass die Kleinen nicht abbrennen. Aber bei mir sind die alle wunderschön abbrannt. Also ich konnte mich überhaupt nicht beschweren. Am besten fand ich die Precious Amber. Die war wirklich geil. Die habe ich auch gerochen in der Wohnung. Was noch geil war, war die Sweet Jasmin. Ich glaube, das war auch dieselbe. Ich glaube, ich habe die zweimal gehabt. Nur kann man das halt nicht erkennen, weil das Sticker da so ein bisschen abgefackelt ist. Die war... Sorry, wenn ich da so rumschnalze. Die war wirklich gut. Da ist noch einmal eine Sweet Jasmin, komischerweise. Und eine Soede Vanilla. Also die kleinen Kerzen fand ich mega. Ich liebe die Rituals-Kerzen eigentlich. Deswegen verstehe ich nicht, warum die große so ein Flop war. Ah, scheiße. Sorry, dass ich so einen Lärm mache. Deswegen verstehe ich es wirklich nicht, warum die Kleinen besser sind als die Großen. Aber vielleicht war es einfach nur der Grund, dass die Große halt schon sehr alt war. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Sorry, dass ich so rumklärt habe mit dem Glas. Ja, ich kontrolliere nochmal. Das war's mit dem Video. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr noch einmal ein Kerzenaufgebraucht-Video sehen wollt. Ich habe damals aufgehört, glaube ich, weil die Aufrufe nicht so gut waren. Aber ich würde das schon gerne weitermachen, weil ich die Bath & Body Works und so gerne verwende. Oder ich würde dann halt die Raumdüfte noch dazugeben, wenn ich welche aufbrauche und so. Sagt mir da auf jeden Fall Bescheid, ob ihr das noch sehen wollt. Und ja, schreibt mir mal, was eure Lieblingskerze ist. Meine ist auf jeden Fall jetzt die Bath & Body Works, die ich draußen habe. Also die ist mega geil, die mir damals die Vivi zum Geburtstag geschenkt hat. Die ist mega. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!